Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Konstellationen führen. Folgt eurem Herzen. Das ist die Botschaft des Mondknotens, der jetzt für die nächsten 1,5 Jahre in eurem Zeichen steht oder, wenn ihr Löwe-Aszendent seid, bei euch im ersten Haus steht. Das bedeutet auch, dass sich in den nächsten 18 Monaten Grundlegendes in eurem Leben ändern wird. Singles haben exzellente Chancen, ihren Seelenpartner zu finden. Löwen in fester Beziehung können ihre Partnerschaft gestalten und wirken sehr mitreißend auf ihren Schatz. So, auch diesen Monat gibt es wieder was zu verlosen. Mehr dazu am Schluss des Videos. Also bleibt dran. Jetzt aber zu eurem Erlebnishintergrund, zu den Planeten, die langfristig auf euch einwirken. Da haben wir einmal das Trigon von der wilden Lilith. Die steht für euch im Haus der Affären, steht zum Glück in Harmonie zur Löwesonne. Insofern können also neue Affären auch sehr günstig und harmonisch für euch verlaufen, aber ihr seid eben anfällig dafür, euch auf etwas einzulassen, was vielleicht auch euer Leben umkrempelt. Ist natürlich super für Löwe-Singles. Und diesen Einfluss der Lilith spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 10. August Geburtstag haben. Ja, fast gleichzeitig habt ihr auch Jupiter hier im Zeichen Waage der Beziehungen im guten Aspekt zur Löwesonne. Und auch das nochmal ein Hinweis, dass eine Affäre, die vielleicht ganz wild anfängt und im ersten Moment unmöglich erscheint, sich aber dann doch zu einer richtigen Beziehung entwickeln kann. Und diejenigen von euch, die also schon in einer festen und glücklichen Beziehung sind, die haben die Chance, was Aufregendes und Wildes zu erleben, einfach mal aus der Beziehungsroutine auszubrechen mit ihrem Schatz, vielleicht auch in erotischer Hinsicht was Neues auszuprobieren. Und diesen Aspekt, der wirkt besonders auf die Geborenen zwischen dem 4. und 8. August. Dann haben wir ja auch noch den Saturn, der günstig zur Löwesonne steht, also harmonisch. Und das bedeutet eben, dass viele Löwen, die einfach schon eine Beziehung gefunden haben, auch eine Stabilität erleben und dass sie manifestieren können. Im 5. Haus ist ja auch das Haus der Kreativität und ich habe halt beobachtet, dass wenn der Saturn da steht, dann ist es zwar natürlich auch anstrengend, weil Saturn ist immer anstrengend, egal wo er steht, aber er ist auch der Planet der Manifestation, also kreative Löwen, die haben jetzt die Chance, wirklich etwas hervorzubringen, was lange Bestand hat oder womit sie Erfolg haben. Es ist natürlich auch das Haus der Kinder. Da kann es bei euch entweder hochhergehen mit Lilith, also dass Kinder wild und kreativ sind, oder eben mit Saturn auch, dass vielleicht da jemanden Erfolg hat oder sich auch sehr anstrengt oder vielleicht auch, dass ihr mal ein Machtwort sprechen müsst, aber eben mit der Chance, dass dabei was Gutes und Stabiles rauskommt. Und den Saturn-Aspekt, den spüren diesen Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 20. August Geburtstag haben. Und die haben fast gleichzeitig dieselben Geburtstagskinder, haben auch Uranus, den wilden Uranus im guten Aspekt zur Löwesonne. Das seht ihr schon hier in diesem Dreieck. Das betrifft jetzt besonders eben die Löwen der dritten Dekade. Denn diese Planeten, die befinden sich in diesem Monat in Harmonie mit dem Mondknoten. Und das bedeutet, gleichzeitig stürmt Neues auf euch ein und aber verbunden mit der Chance zu manifestieren, beziehungsweise das Ganze in eine stabile Energie zu bringen, sei es eine Beziehung oder auch ein neues Projekt, und eben verbunden mit der Chance wirklich, dass es ein Seelenpartner ist oder wird. Das ist schon ganz großartig. Genau. Ja, das sind also die langfristigen Aspekte und vor allen Dingen eben die dritte Dekade, die profitiert jetzt natürlich erstmal vom Mondknoten, aber keine Angst, die anderen kommen auch noch dran. Und wenn ihr zum Beispiel die Venus im Löwen habt, jetzt hier in diesen Graden, ne, so gegen Ende Löwe oder den Mars oder den Mond, dann spürt ihr das natürlich auch ganz deutlich, ne? Also gerade jetzt, um das rauszukriegen, ist es immer gut, vielleicht mal das eigene Horoskop auch näher kennenzulernen. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Da gehen wir nochmal zurück auf den vorausgehenden Neumond. Der ist am 25. Mai. Und ist für euch im 11. Haus der Freundschaften. Das heißt, es kommen neue Impulse in eure Freundschaften oder durch eure Freundschaften in euer Leben. 11. Haus sind auch Interessengemeinschaften, also diejenigen Löwen, die sich vielleicht politisch engagieren oder in irgendeiner Gruppierung mitmachen,
bekommen dadurch frischen Wind in ihr Leben oder lernen eben entsprechend auch neue Leute kennen. Das ist sehr günstig, ist übrigens auch eine günstige Konstellation, um übers Internet Menschen kennenzulernen oder überhaupt eben über die neuen Medien, denn da steht das 11. Haus auch dafür. Und dann diese Zwillinge-Energie ist halt auch eine leichte, verbindende, kommunikative Energie. Also wer von euch im Internet sucht und datet, hat jetzt in diesem Monat auch gute Chancen, jemanden Nettes kennenzulernen und auch, dass das nicht so gleich alles so anstrengend ist und so unter die Haut geht, sondern dass man erstmal ein bisschen flirten kann und ein bisschen Spaß damit haben kann. Genau. Am 1. Juni dann weiterhin die Sonne in den Zwillingen in eurem ersten Haus. Dann haben wir den Mars auch in den Zwillingen. Der ist kurz davor, da rauszugehen, ist aber immer noch auch in eurem 11. Haus. Das sind also auch energische Freunde, mit denen man vielleicht auch mal einen kleinen Streit hat, aber mit denen man auch sportlich was unternehmen kann. Dann habt ihr die Venus günstig zur Sonne stehen. Noch ein paar Tage jetzt, die steht hier hinten im Widder und die steht ja eben auch in Verbindung mit Uranus, das auch noch, habe ich ja gesagt, ne? Dieses Dreieck hier einfach, und da ist die Venus jetzt noch beteiligt. Dann habt ihr den Merkur, der steht im Stier, der steht hier in eurem Haus der Karriere, ist auch gut, Verhandlungen führen, solche Sachen, steht aber ein bisschen in Spannung zur Löwesonne, ne? Das heißt also, wenn ihr Verhandlungen führt, wenn ihr Gespräche führt, müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr es nicht übertreibt, dass ihr nicht zu heftig rüberkommt, sondern dass ihr dann eben auch das Ziel noch im Auge behaltet und damit dann bei der Verhandlung auch was rauskommt. Dann habt ihr, ja genau, der Sextil Mars habe ich schon erwähnt. So, dann habt ihr einen Top-Tag am Samstag, das ist der Pfingstsamstag, den 3. Juni, denn da steht die Sonne, die im Löwen ja herrscht, also deswegen für euch besonders wichtig ist, hier super schön mit Glücksplanet Jupiter und der Mond noch dabei. Also ist ein ganz, ganz toller Tag. Ach genau, und dann hier Lilith noch dabei im Affärenhaus, also ein ganz toller Tag, um zu flirten, um jemanden kennenzulernen, um ganz, ganz heiße Zeiten zu erleben. Oder eben, wenn ihr schon gebunden seid oder gerade nicht flirtet, kreativ zu werden, ist ein ganz toller Kreativaspekt. Auch Löwen, die schreiben, sollten sich über Pfingsten vielleicht da was vornehmen, dass sie die Zeit nutzen, um was zu schreiben. Dafür ist es auch toll. Also egal, wie ihr jetzt die Pfingsttage nutzt, ja, ob zum Flirten oder mit euren festen Partnern oder eben, um für euch alleine kreativ zu werden, da wird auf jeden Fall was Gutes bei rauskommen. So, 4. Juni, da geht dann der Mars ins Zeichen Krebs, ist für euch im 12. Sonnenhaus, kann ein bisschen gefährlich sein, kann ein bisschen heißen, dass vielleicht dann in den nächsten Wochen jemand aus dem Hintergrund gegen euch intrigiert oder dass ihr einen Konkurrenten habt in Liebesangelegenheiten, also männliche Löwen. Wenn sich da sowas andeutet, einfach mal drauf achten und wach sein und der Sache einen Riegel vorschieben. Und wir haben am 4. auch die Sonne hier in Spannung zu Neptun. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht anfällig für Schmeicheleien seid. Oder vielleicht kommt da auch raus, Neptun im Haus der festen Partnerschaft, dass vielleicht der feste Partner eine heimliche Agenda hat oder vielleicht einfach irgendein Gefühl oder einen Traum mit euch verwirklichen will, wo das nicht so recht zustande kommt. Dann solltet ihr über diese Dinge reden. Genau, dann wichtig ist, dass am 6. die Venus ins Zeichen Stier wechselt. Steht sie sehr stark, sehr gut, steht aber ein bisschen in Spannung zur Löwesonne. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil es eben die Venus ist. Selbst bei einem Spannungsaspekt ist Venus, der Einfluss der Venus immer noch angenehm, ist vor allen Dingen eben auch gut, falls ihr in der Karriere was vorhabt. Denn da kann man dann in die Charmoffensive gehen, also charmant seine Angelegenheiten vorbringen. Es kann auch ein Flirt sein mit der Venus da. Ein Flirt, der sich im beruflichen Bereich ergibt oder mit einer weiblichen Vorgesetzten. Das wäre auch die Venus in 10. Ne? Also das ist schon recht knisternd und spannend. Und es ist nicht immer in Harmonie. Also es ist nicht immer so einfach, dann das alles hinzukriegen. Dass es auch dann in euer Leben passt, aber es ist eine angenehme, denke ich, eine angenehme, kitzelnde, liebevolle Spannung, die ihr dann erleben werdet. Und dieses Quadrat, das spüren bis zum 17. Juni die Geborenen der ersten Dekade, bis zum 26. Juni die der zweiten Dekade und bis zum 4. Juli läuft die Venus dann durch die dritte Dekade.
Genau. Am 7. geht der Merkur in die Zwillinge und damit wieder einen günstigen Aspekt zur Löwesonne. Es begünstigt alle Arten von Gesprächen, Flirts, Verhandlungen, Austausch, Informationen. Also das fluppt dann alles und ihr seid auch nie um die richtigen Worte verlegen. Das ist natürlich beim Flirten auch besonders interessant und sehr schön. Und am 9. haben wir dann den Vollmond, auch Zwillinge Schütze. Das heißt, diese beiden Zeichen, die stehen ja zur Löwesonne in Harmonie und deswegen steht der Vollmond zu euch in einem günstigen Aspekt und ihr könnt wahrscheinlich in vieler Hinsicht beide dazu beitragen, dass vielleicht andere, die da mehr unter Spannung stehen, sich bei euch mal einen Rat holen können, sich bei euch ausweinen können oder ihr geht einfach feiern, das ist auch ein schöner Party-Aspekt. Also das ist recht spannend, dieser Vollmond und begünstigt auch für euch sehr stark das Flirten. Begünstigt auch wieder die Gefahr, dass man vielleicht noch jemand Drittes mit eingebunden hat. Das betrifft nämlich bei euch auch hier das Haus der festen Beziehung. Also vielleicht flirtet ihr auch fremd. Müsst ihr halt ein bisschen gucken, was ihr da wollt, wie wichtig euch das ist und ob ihr da was riskieren wollt. Genau. Ach so, und was auch gut ist, da wird ja dann auch der Jupiter in den Tagen danach wieder direktläufig hier für euch im dritten Haus. Und das heißt, diejenigen von euch, die sich vielleicht bewerben wollen oder die, für die es jetzt wichtig ist, sich selbst gut darzustellen, kommt da wieder eine gute Energie rein. Auch für die Kommunikation. Jetzt ist das super gut. So, dann haben wir einen kritischen Aspekt um den 15. rum. Genau. Da haben wir nämlich die Sonne, euren Planeten, also in der Astrologie ist die Sonne ja ein Planet und regiert im Löwen. Und ihr kriegt da ein bisschen so eine kalte Dusche durch den Saturn. Also vielleicht habt ihr da entweder eine kreative Krise oder es stellt sich raus, dass eine Affäre, die begonnen wurde, doch nicht weitergehen kann. Man muss das dann realistisch sehen. Sowas kann da sein. Sonne-Opposition Saturn ist immer ein bisschen so ein Gefühl, abgebremst zu werden. Aber das ist ein schnell vorübergehender Aspekt für euch. So, am Samstag habt ihr dann einen Top-Tag. Entschuldigung, Sonntag, den 18. Sonntag und Montag, den 19. sind zwei Top-Tage für euch. Denn da haben wir mehrere schöne Aspekte mit dem Mond, der dann im Widder steht und Ideengeber Uranus. Das heißt, ihr kommt auf tolle Ideen, macht neue Pläne und das Ganze in Verbindung hier wieder mit euren Freundschaften. Also insofern habt ihr da vielleicht Pläne, die sich dann auch gleich umsetzen lassen. Am 21. Juni ist ja dann Sommersonnenwende. Die Sonne geht ins Zeichen Krebs. Der Merkur geht dann ebenfalls in den Krebs. Und das Ganze spielt sich dann bei euch im 12. Sonnenhaus ab. Und das betrifft dann auch den Neumond am 24. Da beginnt dann eine Phase, die gut ist für alle Löwen, die spirituell ausgerichtet sind. Verbunden mit Mars kommt da sogar eine richtig starke Aktivität rein. Also diejenigen von euch, die ein Gespür haben für alles, was esoterisch und spirituell ist und vielleicht eine Verbindung zur geistigen Welt, die werden dann eine sehr starke Aktivität verspüren. Es kann auch sein, dass ihr Träume habt, also die wirklich auch eine Bedeutung für euch haben. Da solltet ihr euch dann Zettel und Stift bereitlegen neben dem Bett, um sowas zu notieren. Es kann auch eine Zeit sein, gerade auch wenn der Mars auch in 12 ist und die Sonne, wo ihr euch ein bisschen müder fühlt, mehr Lust habt, euch mal zurückzuziehen. Wenn ihr da Urlaub habt, wäre das also ideal, in den Wochen im Juli dann zu relaxen und Urlaub zu machen und euch nicht zu sehr zu stressen. Es kommt aber da natürlich dann auch sehr auf euren persönlichen Aszendenten an. Das wäre dann eventuell nochmal in einer Beratung zu klären. Aber vom Sonnenhaus her beginnen dann eben mit diesem Neumond eine Zeit ein bisschen des Rückzugs, aber eben auch der spirituellen Erkenntnisse. Und vielleicht habt ihr sogar einen spirituellen Durchbruch in der Zeit. Genau. Und dann haben wir nochmal einen schönen Aspekt. Dann am 26. geht der Mond durch den Löwen und bildet dann am 26. und 27. nochmal gute Aspekte zu Lilith und Saturn. Und dann vor allen Dingen am 27. auch nochmal zum Mondknoten aktiviert, also eure Bereitschaft als Seelenpartner für andere entweder da zu sein und entdeckt zu werden oder eben vielleicht selber jemanden zu finden, mit dem ihr eine äußerst wichtige Begegnung im Leben habt, wenn nicht schon geschehen. Ja, damit klingt dann der Monat auch aus. Am 30. nochmal sehr schön, Mond in der Waage, auch nochmal günstig für euch.
Und ja, bleibt mir nur noch euch zu empfehlen, dass wenn ihr mehr wissen wollt, ihr euch eine persönliche Beratung bei mir buchen könnt natürlich. Und alle Infos darüber findet ihr auf meiner Homepage. Und dann natürlich noch die Verlosung, wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schreibt mir einfach einen netten Kommentar hier auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr dabei und könnt eine 15-minütige Kurzberatung gewinnen. Außerdem noch ein Hinweis: Bei meinem nächsten Webinar, Antonias Sterne, könnt ihr natürlich einfach mal mitmachen und mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Damit wünsche ich euch einen wundervollen Juni und alles Gute mit den Sternen.